Für die Industrie- und Handelskammer Magdeburg gab es am Donnerstag, dem 7. September, hochrangigen Besuch aus Kuba. Der IHK ist es gelungen, den ersten Stellvertreter des kubanischen Außenhandelsministers Antonio Luis Caricarte exklusiv nach Magdeburg zu holen. Begleitet wurde er von Vertretern des Energieministeriums und der Handelskammer in Kuba. Im Rahmen des Business Forums mit über 30 Unternehmern aus Sachsen-Anhalt sprachen die Spitzenpolitiker über die Chancen zum Markteintritt in Kuba. Trotz der US-Wirtschaftssanktionen unternimmt die kubanische Regierung enorme Anstrengungen, die Wirtschaft für ausländische Kooperationen zu öffnen. Es gibt wichtige Bereiche. Der erste Bereich wäre die Nahrungsmittelproduktion. Sektor, donde Cuba tiene un programa para incrementar la producción de alimentos, su procesamiento. Und Kuba hat ein Programm da, und die Nahrungsmittelproduktion zu erhöhen und auch die Verarbeitung von den Nahrungsmitteln. Y donde Magdeburgo ha tenido importantes resultados. Und hier hat Magdeburg und Sachsen-Anhalt gute Ergebnisse erzielt in der Vergangenheit. Las energías renovables, también hay un programa importante de incremento en Cuba. Ein weiterer Bereich wäre der Bereich erneuerbare Energie. Y aquí hay empresas que están vinculadas con las producciones de ese tipo de equipamiento. Und hier gibt es einige Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Auch die sachsen-anhaltische Wirtschaft profitiert davon. Im letzten Jahr sind Waren im Wert von rund 1,9 Millionen Euro in die Karibik exportiert worden. Verschiedene Firmen aus Sachsen-Anhalt, wie die Magdeburger Firma Geofly, Axe Lateinamerika GmbH aus Staßfurt oder das hallensische Ingenieurbüro Sigma, haben schon einige Großaufträge aus Kuba in ihrer Firmengeschichte erhalten. Die hiesigen Universitäten und Hochschulen planen ebenfalls, ihre Kontakte zu kubanischen Schulen und Firmen auszubauen. Ebenso reagierte die deutsche Wirtschaft auf das gestiegene Interesse und das prognostizierte Wirtschaftswachstumspotenzial in Kuba und gründete kürzlich eine Außenhandelskammer in Havanna. Für die Unternehmerschaft ist es wichtig, aufgrund der guten Beziehungen zu Kuba aus den Jahren heraus. Wir sind viele Studenten, viele Arbeiter, die hier in Deutschland ihre Zeit verbracht haben. Und für mich als Unternehmer ist es sehr wichtig, den Kontakt zu pflegen, da es ja gerade im Lebensmittelbereich große Ressourcen gibt und wir mit unseren Erfahrungen da beitragen können, und das wollen wir auch tun. In der anschließenden Pressekonferenz in den Räumen der Industrie- und Handelskammer Magdeburg wurden noch einmal die wichtigsten Faktoren für die Unternehmer erläutert. Der stellvertretende Außenhandelsminister Herr Caricarte sprach unter anderem auch über die noch bestehenden finanziellen Hürden und über die problematischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Dennoch sehen die IHK-Mitglieder großes Potenzial für die gemeinsamen Beziehungen. Sie sollten in Zukunft ausgebaut werden. Okay, nochmal für uns.